So, Pokémon Schwert am Start wieder. Und es geht heute weiter mit unserem Kampf gegen Roy. Der letzte Ort, der heute ansteht. Da ist die Blitz Arena. So. Jetzt haben wir nochmal unseren Kumpel Balduin, den wir jetzt auch nochmal anquatschen wollen. Hey, ich bin Balduin. Du hast dein Team ja ganz schön aufgewählt. Da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Ein Levelball. Ein Ball, mit dem sich Pokémon eben so leichter fangen lassen, je niedriger ein Level zum Vergleich zu deinem Team ist. Mit einem Levelball lässt sich ein Pokémon umso leichter fangen, je niedriger ein Level zum Vergleich zu deinem Pokémon ist. So faszinierend, was du alles in einem Pokémon, oder? Projekt. So, auf jeden Fall geht's weiter. Und die junge Dame mit dem Kera da, die ist irgendwie auch in sämtlichen Arenen da. Jedenfalls geht's hier jetzt heute weiter mit dem nächsten. Mit der nächsten Arena, die wir uns heute vornehmen werden. Und dann haben wir auch den letzten Orden, aber. Ja, es gibt noch eine Aufgabe, die wir machen müssen. Die Arena Challenge nähert sich langsam, aber sicher im Ende. Du bist weit gekommen. Der Arenaleiter von Cloud City's Drachenprofi Roy. Bist du bereit für seine Arena-Mission? Und ab. Na gut, dann bin ich zunächst in der Umkleide, in deine Uniform zu schlüpfen. So, da sind wir. Diese Uniform, die du trägst, zeigt vor allem den Siegen, die du schon errungen hast. Ich kann deinen Kampfgeist deutlich spüren. So, jetzt begib dich bitte Schatten. Ich meine natürlich zur Schatzkammer. Die anderen Arena-Trainer erwarten dich dort. Ah, das ist nicht in der Arena, sondern in der Schatzkammer. In der wir ja schon mal waren. Ne? Wer erinnert sich damals? Wir waren nie, wo wir da die Teppiche gesehen haben. Da sind wir. Diese Teppiche, meine ich, die im Hintergrund sind. Und Roy tippt noch irgendwas auf so einem Smartphone. Der twittert bestimmt schon, ja, Hashtag, ich hab den Jungen besiegt. Aber er wird schwierig werden auf jeden Fall. Wer mein Pokémon Schild-Let's Play gesehen hat, der weiß, wie viele Probleme uns der Herr da auch verpasst hat. Aber ich will mit diesem Team, was ich jetzt habe, hoffe ich, dass wir ihn locker an die Knie zwingen werden. Mal sehen, wir Challenger sind noch in einem Rennen. Oh, nicht mal 10. Also gut, Griff, ich erkläre dir jetzt meine Erinnerung. Bereit. Die Regeln sind leicht und schnell erklärt. Du musst ja 3 von mir höchstpersönlich ausgebildete Arena-Trainer besiegen. Das ist alles. Ach ja, noch was. Wir werden Doppelkämpfe gegeneinander antreten. Der Arena-Challenge hat es ganz schön in sich, findest du nicht? Da halten auch nur so wenige Arena-Challenger so lange durch wie du. Und genau deshalb habe ich auch sehr hohe Erwartungen an dich. Zeig mir alle Tricks, die du überflaggerst. Aber genug geredet. Der erste Arena-Trainer wird dir jetzt hier gegenübertreten. Na los, Waffel, trau dich. Genau, der Herr, der uns tatsächlich schon in Empfang genommen hat, wird unser erster Gegner sein. Dann schon zur Stelle. Roy hat mich 2 Dinge gelernt. Zum einen die Stärke von Drachen-Pokémon. Zum anderen, dass man Kampf hält, zu seinem Vorteil nutzen muss, wenn man sich Stärke zu nutzen machen möchte. Ja, und ich weiß, dass mir viele jetzt sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Da erkläre ich euch noch warum. Jedenfalls fangt ihr mit Pelipper und Viscargot an. Das eine ist tatsächlich ein Drachen-Pokémon, nämlich Viscargot, und das andere ist ein Unterstützer-Pokémon, das Wasserattacken verstärkt. Das ist Gott wahrscheinlich ein Wasser-Pokémon, Wasserattacken gegeben. Oh ja, und ich habe es genommen vom Typ Käfer, ich weiß es. Nur, ich möchte es genommen immer mal leveln. Ja, okay. So, mit Kampf. Präzisionsschutz. Ich weiß, dass man Wasser das nicht besser werden soll. Natürlich auf Mopeko. Und Mopeko sollte diesen Pelipper auch nicht mehr gedrückt bekommen. So, erstmal Präzisionsschutz am Viscargot. Gar nicht ganz. So, das steht, das war nicht klar, das wird wahrscheinlich nicht auf Mopeko gehen. Ja, das wird klar. Und jetzt geht dieses Viscargot erstmal auf Drachenpuls. Also nicht wie ich erwartet hat auf eine Wasserattacke. Gut, das sollte jetzt meine Chance sein, dieses Pokémon nicht mehr rauszunehmen. Und dann auf den Funkensprung könnte dieses Pelipper fallen. Step, Viererschwäche, wollen wir mal gucken. So, Viscargot ist erstmal down. Machen wir seinen ersten Trick. Level 52 Lubella.
Und jetzt gibt es Funkensprung auf Pelipper. Und das ist ein One-Kill. Sehr geil. So, auch total Level 52. Und Rochelle ist besiegt. Was? Da bekämpfe ich ihn richtig ab. Aber man braucht dafür eine ganze Menge Grips. Genauso erwarte ich das von einem Trainer, der sich bis hier durchgeschlagen hat. Und hier kommt so ein zweiter Trainer. Lomain! Ihre Zwillingsschwester hat sie scheinbar direkt mitgebracht. So, ich kann mein Team Gott sei Dank nebenbei heilen. Dann ist es in Anführungszeichen nicht so schwer. So, da ich weiß... einer von denen weiß ich auf jeden Fall, dass ein Feuerduo kommen wird. Ich weiß noch nicht, ob sie das ist oder ob sie jetzt die nächste Trainerin ist. Bei Doppelkampf bekommt es darauf an, zu verstehen, welche Rolle die bei den Pokémon des Kriegs im Kampf erfüllt. Ja, ich glaube, weiß nicht so, dass ein angegriffen und der andere mit der Pokémon haben. Bei den Feuerdingen wird auf jeden Fall mindestens ein Unterschütze dabei sein mit Sonnenpark. Und das kommt jetzt, nämlich Vulnona und Tordunator. So, ich weiß nicht, wie ich das Sonnenpark habe, aber dieses Tordunator, ich kenne das, ich habe selber ja eins im Team. Vulnona spielt die Dürre aus. So, dann knall ich erstmal dieses Tordunator raus. Ich muss auf jeden Fall das Nom-Nom rein, weil es Nom-Nom keine Chance mehr drauf hat. So. Er spielt die Pantherfalle aus. Okay, das ist gar nicht so schlimm. Ich versuche es mit Aqua-Durchschuss. Aqua-Durchschuss. Tatsächlich. Es geht tatsächlich obwohl auch bei speziellen Attacken. Okay. Lass mal dieses Vulnona raus. Dann geht's mit Steinhagel weiter. So, knall ich mal dieses Vulnona raus. Das weiß ich schwer an. So, mit Flambo weiß ich, dass es jetzt definitiv passieren wird, dass man. Oh, das ist ja auch ganz teuer, wie ich das jetzt erwartet. Spielt ebenfalls mein Tordunator. Du hast auch ein Weibchen, okay. Und dann zeige ich euch mal Draco mit dir an die Attacke. So, Vulnona ist jetzt mal raus. Das heißt, das Unterschutz der Pokémon ist Geschichte. Okay. Ja, haben wir klar. Und jetzt funktioniert auch Draco Meteor. Die stärkste Drachenattacke überhaupt. Das ist sie. Und das reicht in diesem Kampf für uns zu entscheiden. Auch Lorraine ist in die Knie gezwungen. Fantastische Leistung. Genau das habe ich von einem Trainer erwartet, der sich 7 Ohren bereits erkämpft hat. So, und jetzt ist die letzte Trainerin da. Und jetzt ist es halt für den Krönenabfluss. Nummer 3, Siobhan. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche. So, und sie möchte auch gegen uns kämpfen. Das heißt, ich baue mein Team wieder ein bisschen auf. Jetzt weiß ich nur nicht, wie die letzte Kombi aussieht. Ob das wieder so ein... Es wird wahrscheinlich wieder eine Unterstützer- und Angriffsvariante werden. Die Frage ist, welche? Ich weiß es gerade nicht auswendig, welche... Wie es aussehen wird bei der guten Siobhan. Ob es ist, wie sie spielen wird. So... Wir werden es gleich sehen. In einem Doppelkampf kann man beide Pokémon voller Kraft zuschlagen lassen. Oder man gibt einem von ihr eine unterstützende Rolle. Sehen wir mal, was eine so die Kampf ist. Ja, und die wird auf jeden Fall mal ausgehen. Mal gucken, was er hat. Rex Blizzard mit Diras.
Okay, dann gibt Rex Blizzard wahrscheinlich auf die Unterstützerrolle mit Hagelalarm. Das weiß ich auf jeden Fall, dass ich jetzt auf. Moment. So, was ist denn? Ich muss auf jeden Fall das Ding gehen. Aber ich muss dieses Hexblizzard ausschalten, deswegen gehe ich jetzt auf Totonator. Der Totonator kann eigentlich fast beide rausnehmen. So, und Talion muss auf dieses Vigira rollen. Rauf. Vielleicht reicht es, ne? Reicht es nicht? Drachenklauer, ja. Gut, okay. Aurora-Schleier. Was ist denn eine Strecke? Die physische. Okay. Das heißt, weiter mit Präzision zu Vigira sind so die Flamme bitte auf das Rex-Blizzard. Ich glaube, ich kann jetzt keine Volltreffer landen, aber das ist doch egal. Das Gediras müsste eigentlich schon Geschichte sein. Was ist das auch? Doch keine Lack. Heißsturm. Aha. Zumindest nicht etwas im Talion. Egal. Spezialangel. So, weg mit dem komischen Rex-Blizzard, das muss auch nicht rein. Vielleicht die FIFA-Schwäche sollte es eigentlich nicht ausgleichen können. So, weg geht es. Und damit haben wir es auch durch. Die Arena-Trainer sind besiegt. Dahin zurück haben wir uns einfallen lassen können. Aber das haben sie nicht getan. Das ist nur noch jedenfalls Level 57. Aber immer noch keine Entwicklung, ne? Boah, eine gute Leistung. Gegen einen talentierten Trainer wie dich kämpfen zu dürfen, war mir eine große Ehre. Großartig. Ich glaube, du hast die Erinnerungsmission gemeistert. Bravo. Dann ist es jetzt an der Zeit, dass du dich gegen mich beweist. Auf ins Stadion. So, jedenfalls muss ich gerade was machen. Ich sage mich gerade, dass ich das Ding nicht einsetzen kann. Snom-nom. So, ich weiß, dass er definitiv einen Doppelkampf favorisiert. Das wird, glaube ich, die erste Arena-Trainer oder Trainer-Arena-Leiter mit einem Doppelkampf. Dass ausgerechnet du der erste Challenger bist, der es so weit geschafft hat, muss Schicksal sein. Wenn Dillion so viel auf dich hält, wundert es mich nicht, dass du es weit gebracht hast. Und du denkst also, du kannst Dillion besiegen. Dafür muss ich erstmal mich seine größten Rivalen klein kriegen. Ich werde dir auf die harte Tour zeigen, worauf dich da eingelassen hast. Ich kontrolliere immer sicher das Wetter, sondern stehe auch auf einen Doppelkampf. Damit werde ich herausfinden, wie gut du auf verschiedene Situationen reagieren kannst. Also, los geht's. So, letzte Runde, liebe Leute. Ich habe nichts damit. Ich halte nicht. Wir beide Runden miteinander. Wir haben jetzt mit Brokkolos und die Beldra. Zwei Pokémon. Die durchaus ein bisschen was reißen werden. Zusammen haben wir den Weg gefällt, die Bälder hat zumindest so eine Wahl. Aber ich versuche jetzt mal das Snom-Nom rauszunehmen. Ach Gott, das Brokkolos rauszunehmen. Ha, geht die Linde. Die schreibt meinen Sinn schon herauf. Dann geht es trotzdem. Sie sehen schon wieder abwachslos. Ja, gut, diesen Brokkolos, den müssen wir nochmal rausnehmen. So, dann gucken wir uns mal jetzt an. Die Beldra. Die Beldra ist ein gestrafter Boden. Dementsprechend fällt heute NATO raus. Und ich gehe nur auf den Boden hier und nehme die Bella. Versuchst du mir nicht. So, erstmal Wasser sollen Brokkolos in den Gang tun. Gut. Damit habe ich ja nicht geredet, dass er den wegsteckt. Feldwurf, okay. Ja gut, das war mir fast klar, dass du da irgendwas Bestand probiert. Die Käfer-Pokémon. Die Weiß-Pokémon vielfach an Käfer zusammen. So, dann habe ich das mal rein damit. Jetzt gepackt da eine Wassersäule, das ist die Beldra. Dann den nächsten Bella und den Gigasauger. Das ist so.
weg damit. Ah, verdammt. Das schon mal weg. So, mit dem Bock, oder? Ich werde irgendwie auf eine blöde Idee kommen. Dann ist er schon mal raus. Sind klar, es ist viel mehr. Ich bin nicht so stark gewesen. Die Brocken sind zu Hause, jetzt geht es immer noch weiter da mit dieser komischen. Guck mal, jetzt hier ist komplett auf den Schuss geschickt. Kriegen wir davon? Doch, das ist gar nicht so blöde Idee. Moment, wir machen das ja nicht. Ein Talion Regen kannst du nehmen jetzt quasi drehen, das ganze Ding jetzt ein bisschen um. Kannst du nochmal kaputt? Zandaconda jedenfalls. Ja, ich spiele das Spiel schon jetzt andersrum. Ich gehe jetzt auf Regenkampf. Und opfer dafür meine Lubella um mit dem Top-Trank das Metallion ins Leben zurückzurufen. Weil da bin ich mit diesem komischen Sandwirbel jetzt mal los. So, bringen wir es mal zum Regen. Regen. Ist schon Staubtopf, der Boden. So. Okay, wie schneller schlag ich denn jetzt weiter? So, Erdkräfte. Das ist scheiße. Ich gehe mit dem Akkordeonschutz auf der Sonderkonda und nehme mir das Gefällt. So, Giga-Saga, die Welt war adios, bye bye. So, Sonaconda ist ohne Probleme raus. Problem ist. Ach, leck mich doch einfach. So ein scheiß Wasser, ich will nicht verzögern. Wieder weiter, das war die Winde. Also, der Schwert fällt dann schon rein. So, dann habe ich auch direkt, dass ich eine scheiß Fähigkeit hat. So, dann habe ich 53. Okay, das war's für Intellion. Ja, der war ein bisschen voll. So, jetzt ist noch ein Bell drauf. Das hat mir jetzt auch einige Runden Ärger gemacht. Definitiv. Tschüss. So, jetzt müsstest du eigentlich nur noch einen Pokémon haben. Du hast nämlich 4 und 3 von diesem Deck. So, die Bella Level 53. So, das heißt, ich gehe jetzt mit Torterator, aber definitiv. Meine Pokémon kann man keine Kombo hinlegen und gewinnen. Vielleicht alle mal. Duraluda ist sein letztes Pokémon, das ist unser Dynamax-Pokémon. Weil im Gegensatz zu Ness sitzt er wieder auf Dynamax. So, ich habe jetzt die Panzerfalle. Und gehe mit Gefälle auf All-In. Gehe auf. Habe ich noch irgendwas in Richtung, was nicht im Top geliebt ist. Gut, dann hol ich den Topper lieber mit dem Talion zurück, dann kann ich die scheiß Fähigkeit mal rausnehmen. Weil die noch nicht, das macht mir auch ein bisschen Ärger, aber ja, macht das Fähigkeit erstmal mit. Duraludon, sein Dynamax. Ein bisschen an, ein bisschen mehr gemacht. Ja, Level 48. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen besser mit all meinen Pokémon. Kein Problem, Level 50. Ich glaube, ich kann doch alle aus, um hier noch Zeit zu spielen. So, ihr geht wahrscheinlich auf deiner Brocken und das war nichts klar. So, damit dürfen die Panzerfälle auch auslösen. Fast. Na, so war die Taktik gar nicht. Auf dieser Luton. Den muss ich jetzt gleich nochmal rausnehmen. So, pause mal. Ich weiß nicht, ob ich hätte aufs Gewicht gehen können. So, die Bella ist noch da. Mit.
So, ich spiele das Spiel schon nochmal und dann wird das nicht die gleiche Variante nochmal nehmen. Ja, denkbar. Auf jeden Fall ist das, die Bella geben wird. Ich glaube, ich kriege die Patzerfalle nicht nochmal aus, oder? Jetzt klappt ich jetzt mal die Dinaflora rein. Aber das reicht nicht. Naja, das ist klar. Die halbierte. Würde wahrscheinlich normal. Halbierte, ja. Geviertelt, gesteppt, ja, halbierte. Der Ritter muss man den Scheiß halten, oder? Ich weiß, dass ich jetzt Dings hab. Talion. Ja, Moment. Ockertoll ist gar nicht so böse gehen. Ockertoll rein und nach Erdbeben zu gehen, weil das tut sich schon viel. Pokémon ist schon viel Stahl. Bella sollte es nicht so ein bisschen Ärger machen. Also drauf mit Erdbeben und gleichzeitig. Ja, so Erdbeben. Das reicht die. Ein Schutzschild gegen den eigenen Erdbeben. Der geht auf Stahlzacken und der geht auf die Bella. Der hat doch auch okay. Ich sehe das nicht, weil die Switch genau vor der Kapitel steht. Der Hintern ist mal raus. Ha! Ja! Das war gar nicht so doof. Und damit müsste es weg sein. Was? Überlebt er? Okay. Das habe ich nicht gedacht. Das ist überlebt. So, damit müsste auch dein Dynamax-Effekt sein, mein liebes Duraludon. Genau. So, dann nochmal drauf. Mit Erdbeben und Dienst ist nochmal die Dynawaller. Na, scheiße. Okay, es klappt noch einmal. So, einmal die Fähigkeiten pumpen. So, wir werden aber das wunderbar wegstecken, aber das Duraludon ist besiegt und wir haben den Ort Nummer 8. Und Ruhr ist besiegt. Damit haben wir es. Und der war eigentlich nicht so schwer. Ich hätte es noch ein bisschen anders ausspielen können, aber. Mit dem Team war es nicht schwer, auf jeden Fall ihn zu besiegen. Wie gesagt, wir haben jetzt den 8. Orden. Alle Pokémon können uns gehorchen. Das ist schon mal das Wichtigste. Das heißt, wir haben jetzt keine Anzeige mehr. Oh, es wirkt extrem stark. Nein, das tut es nicht mehr. Ah, das war ein harter Kampf. Aber nun, da er vorbei ist, fühle ich mich, jetzt hätten sich die Wolken aufgetan. Ja, es herrscht nichts als Sonnenschein. Ha, von wegen, glaub mir kein Wort. Erinnerst du dich, wie ich geprahlt habe, dass ich die ins größte Rivale bin? Dann werden schon. Das sitzt mir auch nichts, wenn du mich besiegst. Meine Pokémon und ich haben uns hier gegenüber ganz schön hochmäßig verhalten. Okay. Ja, das ist gleich noch ein bisschen Drachenlord. Und unser letzter Orden, liebe Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind durch mit der Arena Challenge. Wir haben alle Arenen erobert. Aber die Story geht noch ein bisschen weiter. Und du kannst jetzt alle Pokémon unabhängig von ihrem Level fangen. Hm, jetzt hast du alle Orden. Den Herausforderer musst du aber noch das Turnier nach der Arena Challenge gewinnen. Oh mein Gott, du musst dieses Turnier einfach gewinnen, klar? Sonst wäre meine Niederlage gegen dich bedeutungslos. Und jetzt, wo du alle Orden gesammelt hast, erwarte ich als nächstes der Chapter. Ich bin gespannt, wie du dich dabei schlägst. Hey, kein Vater, mal schnell noch, bis du weg bist. Ich will dich nicht lange aufhalten, aber ich hatte ja doch noch was vergessen. Erst wollte ich dir als Zeichen meines Respekts noch die Themen-Anweisung geben. Sie hat uns die Attacke bereitet. Eine weitere Drachenattacke. Der Anwender spielt heftig seine robusten Schweif, um damit gegnerische Pokémon anzugreifen und ihren Angriffswert zu senken. Achso, und noch, ich wollte meine Uniform noch geben. Ja, die ist schön vollgeschwitzt. Und die kriegen echte Gewinnertypen wie du und ich. Und hiermit hast du Gentleman Kev mit der Trick Nummer 1 die Arena Challenge abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kannst du die Stärke beim Champ Camp unter Beweis stellen. Und du, Roy, du musst ja nur deine Stärke beweisen. Na, endlich, du bist ja. Kleines kleiner Bruder. Ich nehme die Herausforderung an und ich werde dich ordentlich in die Mangel nehmen. Nach diesem Kampf wird er nichts anderes übrig bleiben, als das Handtuch zu werfen und die Arena Challenge aufzugeben.
Kopfkind. Komm für mich in die Frage. Ich habe jede Menge herumexperimentiert und stärker, als du dir hier vorstellen könntest. Ich werde euch alle besiegen. Roy kämpft natürlich auch meinen Bruder. Einfach jeden von euch. So, mach's gut. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Kampf. Ich rate dir voll fleißig in deiner Zuzone zu trainieren. So. Und das werden wir uns definitiv als nächstes vornehmen. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei Let's Play Pokémon Schwert. Und da steht gleich ein Code Cross City Shop. Kennen wir ja schon. Mal gucken, was als nächstes ansteht. Steht da schon der Schirmkampf ab. Oder passiert da noch irgendwas? Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin und tschüss. So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, den letzten Ort nochmal erobert und heute geht's weiter mit der Story. Ja, das ist auch gut. Tust du denn jetzt, was siehst du sowas? Hallo. Der Sieg über Roy war echt beeindruckend. Gut gemacht. Damit hättest du auch die Arena Challenge bestanden. Da kann ich dir ja nur gratulieren. Das müssen wir eigentlich feiern, aber dafür bleibt uns leider keine Zeit. Es ist nämlich so. Ne? Ja, hau raus. Tschüss, es ist nicht über Cross City, es sieht anders aus. Ich finde, sie macht das die Legende. Dasselbe Phänomen wie damals also, als unsere gigantische Pokémon Gala wütete und beinahe die gesamte Region in Schutt und Asche gelegt hätten. So ist es. Wir wissen, dass das Dynamax-Phänomen nur durch die Energie der in der Gala-Region eingeschlagenen Wunschhände möglich ist. Aber wir Menschen sind bisher leider nicht dazu gekommen, diese Energie zu kontrollieren. Doch das könnte sich ändern, wenn wir mehr über die zwei legendären Helden wüssten. Ja genau, das Schwert und das Schild, das ist die Legende. Samir, liebes, der Moment ist gekommen. Bitte, nimm meinen Kittel. Was? Ist doch ein bisschen zu früh, Oma. Ich bin doch gar nicht mit meiner Forschung damit fertig. Und genau, das hat sonst nicht getan. Damit du deine Arbeit gut zu Ende bringst. Jetzt bist du Professor Samir. Danke. Löse das Rätsel um zwei legendären Helden, die als Gala vor der finsteren Nacht bewahrten. Finde heraus, was wirklich hinter dem Schwert und dem Schild aus der Legende steht. Ja, das werde ich irgendwann. Ich will unbedingt sehen, du oder Hab gegen Gideon kämpft. Also, wenn das den ganz anderen Kram, ruhig mir und geh nach Score City, okay? Los, hat zum Beispiel der nächste Zufall ab. Ah, schauen wir jetzt sofort doch zu nach Score City schon. Okay, ich möchte doch gerne was machen. Ich habe ja von Wooden Dillion die. Ach, was für die von Levi. Die TM Breitseite bekommen und die kann tatsächlich nur Telion lernen. Okay, damit hat sich das eigentlich erledigt. Ich dachte, okay, wir machen das so. Aber möchte er nicht. So, Gott sei Dank haben wir den jetzt besiegt und wir haben jetzt alle Orden. Definitiv. Und als nächstes geht's dann jetzt zum Bahnhof. Weil es geht ja weiter jetzt nach Score City. So, ich möchte gerne was machen. Ich will, was ist das? Ist nun, dass ich mich mittlerweile entwickelt habe. Ich habe schon 20 Level trainiert. Das muss eigentlich bald passieren. Ich hoffe, dass ich es vor dem Schwimmcup noch entwickeln kann. Ja, wir machen es auf jeden Fall jetzt mal auf mit dem Bahnhof zum Score City. Weil das ist das nächste. Es geht jetzt langsam los, Richtung großes Story-Finale. Der Champ-Cup steht bald an. Warte, Kev, ich hab Roy besiegt. Also ich brauchte meine Jury trotzdem Selbstvertrauen und zack, geschafft. Im Krisis, oder Bruder, bist du eine gerechte Quasi-Schippe, Kleiner. Aber du hast von mir den Drachenorden erkämpft und daran lässt sich nicht rütteln. Das schirmische Kampfstil hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Und jetzt hört mal gut die Zunge, ihr zwei. Ich will sehen, dass ihr den Champ-Cup aus dem Weg räumt und dass sich einer von euch einen Showdown mit Dillion liefert. Also machen wir das. Du bist dir verbrüht. Und dahinter kommst du gleich, Kev, hä? Sind wir Rivale. Ich lasse es auch nicht krachen. Ich werde alles anwenden, was ich im Kampf mit dir gelernt habe, Roy. Oh, unser Zug ist da. Los. So, eigentlich ist das Score City. Genau, diese Szene hatten wir ja schon mal, dass wir damals in der Naturzone sind. Oh, Score City, bald sind wieder. Ich will mir so viele Sachen ansehen. Da gibt es die Division Turm, die Monorail und natürlich das Score Stadion. Wirklich fanden wir uns beide das Coolste, was wir behaupten. Ganz Gala. Nein,
die ganze Welt von uns zusehen und staunen.